Herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf Marsch. Aber schon vorweg, schönen Dank fürs Reinschauen an alle. Ja, heute mache ich weiter mit Holz. Und nebenbei fährt einer noch Stroh vom globalen Markt, den eigenen privaten globalen Markt, rüber zum Pellersfabrik. Und da später nachher einen großen Schwung Pellets zu verkaufen. Das ist eine Strohlieferung von Thüringen, die ich halt in den letzten Folgen reingefahren habe, selber. Teilweise Strohballen von der Saison davor und ansonsten vom Feldmoro 60 in Thüringen. Und daher ist die Folge vorausproduziert werden. Das ist von dem halt, ne? Ansonsten wäre jetzt theoretisch noch dazugekommen, Feldnummer, weiß ich, 42 oder 48, 49 noch Stroh, was ich auch mit Outright fahren lassen will. Und ich werde selber, ich habe dann selber im Prinzip vom Feld 42 die erste geerntet. So ist mein Plan von heute für Freitag. Heute ist ja Dienstag, wenn die Folge läuft. Und am Freitag will ich dann entsprechend Livestream von dem dann machen, ne? Wenn nichts schief geht. Also höhere Gewalt, sag mal so, wenn kein Netz da ist, weil es ausgefallen ist, dann gut, dann fällt es auf, ne? Logisch. Geht ja nicht anders. Also aufnehmen auf jeden Fall. Ob es dann hochladen kann, ist eine andere Frage. Ne? Also dann ist halt Pech, wenn ich nicht da bin. Ne? Aber eigentlich versuche ich das. Wenn alle die Umstände entsprechen, nicht dagegen sprechen, dann würde ich auch ein hochladen und den Livestream durchführen. So, heute ist hier angesagt den Rest Wald. Um für die kommende Saison entsprechend Paletten zu haben. Das ist der Hauptgrund dafür, wenn wir es kurz machen. Ich versuche dann ja in Thüringen Hackknüppel zu machen. Nach Möglichkeit und mal gucken, was es für Paletten gibt. Weil das habe ich hier viel zu wenig. Und in Thüringen, weil ich die Ernte erledigt habe, will ich ja eigentlich die Saison dann beschließen dort, um mit einem neuen Spielstand, mit einer neuen Karte dort weiterzumachen. Na, nicht von null, aber halt, weil der Kartenneustart erfolgen muss durch neue Gebäude, dass ich da, dass mir das Geld gut schreibe und dann entsprechend dann wieder bei null beginne mit Feldern und so. Ne? Also Felder. Das Geld schaue ich mir gut, rechne ich mir aus, die Felder werden dann verkauft, das Geld wird entsprechend auf dem Konto gut geschrieben und dieselben Felder dann entsprechend hier, also in Thüringen dann an einer neuen Karte gekauft. Aber ich muss mal ja im Frühling im Prinzip wieder mit ansehen und das will ich ja im Herbst ja nicht machen, weil das bringt ja keinen Sinn, wenn man die Felder ansieht und dann im Frühling in der neuen Karte sind die eh weg. Ne? Season beginnt ja mit null, das heißt alles ist weg und dann muss man sie halt entsprechend einfallen lassen. Dass wir halt im Frühling ansehen können. Ne? Und in der Zeit, wo ich im Prinzip warten müsste noch, weil noch nichts läuft, weil noch keine Karte fertig ist, was auch passieren kann, das kann man ja nicht wissen. Wo wir reden ja jetzt von gut 4 Wochen, wo ich noch ein bisschen der Arbeit habe. Zum Beispiel die Gerste noch ernten, von Feld 28 und 10, die Felder, die ich noch kaufen will. Dann muss der Mais noch eingebracht werden. Ist auch ein großes Feld. Ist auch so eine Wochenarbeit. Seid mal ganz vorsichtig. Und die Soja, ne? Ist ja auch ein Ton. Mais und Soja werde ich dazu Geld machen.
Oder hier einen globalen Markt und dann hier zu Geld machen. Also was halt schneller geht, ne? Weil da ist ja gerade, wenn die Erde halt ist, schlechte Preise, ne? Dann besser, wenn wir das hier entsprechend verkaufen. Und hier einen besseren Preis sein könnten. Also ist ja nicht gesagt, also ist, ne? Also Soja und Mais kann ich hier so als Produktion noch nicht verwerten. Aber gut verkaufen. Ne? Weil ich lasse ja direkt in den globalen Markt reinfahren von der Ernte. Und dann können wir es hier auch dann entsprechend verkaufen. Soja gibt ja nicht so viel, wird kein großer Tag geben. Aber Mais ist doch ganz schön heftig, ne? Ein recht großes Feld. Ich glaube 38 Hektar. Optimal eingesät. Ist gerade im Kopf bekämpft worden. Also von daher wird nicht wenig werden, aber das verkaufen können wir. Das sind auch kurze Bäume hier. Ja, hier rechts hat ein bisschen schlecht geflügt. Sehe ich gerade so, aber gut, da kommt ja ein früher Hopfen rein. Vielleicht kann ich dann auch wieder nachflügen, was aktuell nicht geht, weil es zu kalt ist. Tiefgefrorener Boden, da pflügt sich nicht gut. Das ist ja wie Beton. Wenn es nur 3-4 cm sind, muss noch funktionieren, aber wenn es durchgefroren ist, einen halben Meter, das packt kein Flug. Das ist halt so. Da müssen wir Geduld haben. Ja, ich hoffe ja eigentlich jetzt nachher im August, September, dass es da endlich die lange neue Grafikkarte gibt. Muss mal gucken, was die kostet. Garantiert zu teuer. Aber was der Endergebnis nachher für Computer geben wird, ne? Das ist ja für mich die entscheidende Frage. Ich will ja ein volles System haben, kein halbes. Weil den alten Rechner, Anführungszeichen alt, will ich ja nicht mehr aufrüsten dafür. Weil der nächste Flaschenhals ist in der Prozessor. Und da werde ich mir zu Weihnachten dann mein Geschenk machen. Wenn es entsprechend was Passendes für mich gibt. Also es muss auf jeden Fall eine Steigerung da sein. Und sagen kann deutlich, ja, es ist eine Steigerung da. Ne? Wenn das minimal ist und 5%, dann brauche ich keinen neuen kaufen. Wahrscheinlich brauche ich keinen neuen kaufen, weil ich mein alter System so gut ist, nur dass ich da sein kann. Da muss schon die neue Grafikkarte mit Prozessor und schneller Arbeitsspeicher, dass ich da sagen kann, okay, das lohnt sich, ne? Und dann muss der Preis auch stimmen, also wenn das hier 6.000, 7.000 kostet, dann nee, danke. Da muss ich auch sehen, wie jetzt zu Weihnachten die Lage näher ist mit der Arbeit und so. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Sonst macht es ja keinen Sinn. Ne? Ohne Moos nichts los. Auch wenn ich ein bisschen gespart habe, aber trotzdem muss ich ja nicht ein Fenster rauswerfen. Ne? Ja, mein Auto kommt auch schon in Jahre, da muss ich auch langsam dran denken, da mal was Neues zu planen. Ne? Ich habe zwar einiges im Auge, was ich mir schon wünschen könnte, und man sagt, okay, das wäre das richtige Auto für mich, aber aktuell ist das eher nicht so der Fall. Was wir nicht kaufen werden, ist ein E-Auto. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist ja alte Technologie von 100 Jahren.
Wasserstoff ist mir auch die Zeit nicht im engeren Kreis, weil ich da zu wenig fahre, ne? Und die Dinge kosten aktuell noch zu viel. Ich bin ja so ein Hybridfahrzeug, aber das ist aktuell auch noch zu teuer. Ich würde dazu sagen, es hängt auch viel davon ab, was man ja als Steuer zahlen muss, ne? Wenn ein Hybridfahrzeug praktisch keine Steuer kostet, ja, dann hat man schon ein bisschen Geld gespart, ne? Weil in Österreich zahlen wir eine Nova, das ist eine Zulassungssteuer, wenn man ein Auto kauft, dann wird die fällig, sofort. Vorher bekommst du keine Versicherung fürs Auto oder also ein Dach und Fach, also kein Nummernschild. So, und da die Nova recht teuer werden kann, das richtet sich nach einer Schadstoffklasse und so und so ein Zeug alles, je schmutziger und je mehr Dreck, sagt man so, umso höher ist die Steuer. Und das wäre für einen Diesel ganz teuer. Und Benziner wäre auch nicht verkehrt, aber wenn ich durch den Nova alleine einige tausend Euro sparen kann, dann kann ich aber auch einige tausend ausgeben fürs Auto. Mehr, Anführungszeichen. Und später bei der Steuer, für die Motorsteuer, nennt sich hier in Österreich so, auch noch zu sparen. Also, ne, also, und wenn ich mit einem E-Auto, mit einem halben E-Auto zur Arbeit fahren kann, dann spare ich auch an Spritkosten ein. Obwohl das bei mir ist, das persönlich, ich tanke alle 9 Wochen, wenn ich nur zur Arbeit fahren würde, ne? Also, das ist 60 Euro, 70 Euro dann auch egal, ne? Fällt ja nicht ins Gewicht. Anders wäre, wenn ich jetzt jede Woche 70 Euro bezahlen müsste. Und das wäre ja nicht gerade schön, ne? Aber jedenfalls noch schwer überlegen, was ich dann kaufen werde. Also Hybrid gibt es ja nur verschiedene Fahrzeuge, also beschränkt, also entweder Honda, Toyota, was ich jetzt weiß, bei Renault glaube ich auch noch Fahrzeuge, aber die haben auch nur E-Autos, glaube ich. Ein E-Auto kommt für mich, ein reines E-Auto kommt für mich nicht in Frage. Punkt 1. Ich weiß nicht, wo ich aufladen soll. Ich bin wohl in einer Mietwohnung. Ich meine, klar, könnte ich sagen, du siehst aus, lässt sich Mieter, könntest du nicht ein Kabel oder eine Steckdose am Auto was mit, verlegen lassen. Ich darf es ja nicht, ne? Und der Spaß würde mir dann auch noch viel Geld kosten. In Anführungszeichen. So. Und dann will ich umziehen und habe das Problem von vorne. Nee. Das ist dann nicht kein günstig, keine gute Idee. Und sich öffentlich irgendwo hinstellen und dann aufladen lassen. Es gibt keine Stelle, wo ich jetzt sagen könnte, oh, da könnte ich jetzt hinfahren. Gibt's nicht. Also fällt Strom aus diesem Grund alleine schon auf. Zweiter Grund ist, bei langen Strecken, ja, wie lange soll ich denn da fahren, ne? Soll ich mal eine 7, 8 Pausen unterwegs machen bei der Reichweite, die wir auf Fahrzeug haben? Und dann Kaffeebauch kriegen? Oder soll ich nach mehreren Jahren feststellen, oh, du brauchst eine neue Batterie? Ne? Die Batterien kriegen wir nicht mehr. Wenn so eine E-Auto-Batterie nämlich alle kaputt ist, keiner hat große Erfahrungswerte. Ne? Und dann heißt er nach 5 Jahren, oh, Batterie ist im Arsch. Brauchst du eine neue? Ja, das kostet so um 7.000, 8.000 Euro. Ne? Das guckst du auch schon wieder. Ne? Dann hast du ein teures Auto gekauft. Und dann brauchst du eine neue Batterie. Nee. Das ist. Das kannst du vergessen. Das machen wir nicht mit. Also E-Auto fällt flach. Stroh fährt noch, da sind doch etliche Mengen. Das ist ein kluger Eiferlöser im globalen Markt. Kann übrigens jeder machen, ne? Der globaler Markt, eigenen Server und wichtig,
den Aktivierungskey, also diesen Schlüssel, auf dem Rechner speichern. Meinetwegen aufschreiben, ist egal, aber jedenfalls irgendwo den speichern. Sonst, wenn er mal weg ist, ist er weg, ne? Dann sind die ganzen Waren auch weg. So, das Stück Wald wäre auch weg. Müssen wir hier mal reinfahren. Braucht einer Feuer oder was? Echt so komisch. Oder quält einer vor der Haustür Zigaretten? Geh ich auch dann gleich sofort. Da meine Hauslüftung von da im Prinzip die Luft einsaugt, ne? Ich kann ja nicht aufhören und ausschalten. Naja, was ich werde rauchen. Der damalige Mieter, die es erste Mal gemacht haben, da habe ich mal höflich gefragt, wie es aussieht, dass sie ein paar Meter weiter gehen und ja, so eine Sitzecke was sie haben, überdacht sogar, ne? Die haben es gemacht, also da hatte ich keine Probleme gehabt. Den Geruch, da ich ja nicht Raucher bin und diesen Rauch eigentlich eklig finde. Aber da kann man nichts machen hier. Ne? Ich will jetzt mal nicht. Also erstmal auch hier, also sonst vorher nicht. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss und ciao. Und morgen geht's weiter. Tschüss.